läuft. Also Ihr Argument, ich würde nur gerne Ihr Argument gerne nachvollziehen. Sie sagen, ja, es ist keine Exponentialfunktion, in welchem Sinne? Also eine Exponentialfunktion im Sinne von Infektion. Das ist also eine Kurve, die mehr und mehr ansteigt, die immer steiler wird, nach oben rauszieht. Und wenn Sie sich die Abbildung angucken des RKIs, wie sich das jetzt auf dem Dashboard des RKIs darstellt, dann sehen Sie halt eine Kurve, die im März, April sehr steil in die Höhe geht. Zu dem Zeitpunkt haben wir etwa 150.000 Testfälle pro Woche gemacht. Und da waren sehr viele mit dabei mit dem SARS-CoV-2-Virus, die man gefunden hat. Und das bildet sich dann ab in diesen Testergebnissen. Anschließend sackt diese Kurve ab, wie bei jeder normalen Infektion, die also so durchläuft in der Grippesaison. Das ist dann eine umgekehrte Exponentialfunktion, die läuft dann quasi von einem Peak nach unten und nähert sich immer mehr dem Null an. Also quasi eine stückweise Exponentialfunktion. Das ist schon eine echte eigentlich. Also ja, die geht ziemlich nach Null. Eine echte heißt ja, dass man fässt sie nicht an, man hat eine Funktion, eine, und das geht bis es im Universum endet. So. Ja, gut, also wenn es irgendwann runtergeht, heißt es ja, dass ein anderes, das System ja irgendwie andere Inputs hat, dass irgendwas passiert ist. Es ist ein Maximum erreicht und danach ist quasi umgeschaltet worden, sage ich mal, auf die andere Exponentialfunktion. Genau. Weil die Grippesaison zu Ende war. Naja. Weil dieser Virus sich hier nicht weiter ausgebreitet hat. Der war auch vorher schon auf dem R-Wert von unter Null. Das heißt, es war klar zu erkennen. Es wurden ja Maßnahmen ergriffen. Ne? Und es war im Zusammenhang mit den ergriffenen Maßnahmen, dass es wieder runtergeht. Das kann man so sehen. Aber man kann auch zu anderen Schlüssen kommen, wenn man sich die Zahlen ansieht. Nämlich, ich war sehr besorgt im Januar, Februar. Ich habe gesehen, was in China losging. Und ich hatte mich vorher schon mit Epidemien beschäftigt. Habe gesehen, wie über Flughäfen diese Viren sehr schnell einmal um die Welt gehen. Und es funktioniert. Und war deswegen sehr beunruhigt, wie schnell sich diese Viren jetzt ausbreiten. Und habe dann eben gedacht, das wäre doch ganz, ganz sinnvoll, wenn man jetzt sofort sämtliche Flughäfen schließt. Ist aber nicht passiert. Das steht bestimmt in so einem Pandemieplan drin, dass man sowas macht. Aber sie haben es nicht gemacht. Das wäre eigentlich die Hauptmaßnahme gewesen, ja, um die Ausbreitung. Sie hatten das am Anfang noch nicht gemacht, weil Sie noch nicht gesehen haben, dass die Reisebewegung, ja, weil das, in China das Dumme ist ja, wenn man mit so einer Maßnahme zu spät anfängt, dass das Ding dann bereits überall ist. Und das war ja auch die Diskussion zu dem Zeitpunkt. Und als die Diskussion dann so weit war, dass man sich jetzt sinnigerweise mal entschlossen hat, den Laden runterzufahren, da habe ich als Lehrer gedacht, so, jetzt haben wir also 2 Wochen, wo wir einfach mal gucken können, wer infiziert ist und wer nicht infiziert ist. Die 7 wir jetzt mal aus, setzen die in Quarantäne zu Hause hin und der Rest kann dann ganz normal weitermachen. Ja? So, das wäre wahrscheinlich gut gegangen, das so zu machen, weil es gibt ja auch andere Länder, die haben gar nichts gemacht, wie Schweden, oder die haben natürlich an anderen Stellen ihre Defizite. Muss man auch aufarbeiten. Na, die hätten die Altersheime besser schützen und abriegeln müssen. Das hat da ja auch der Chef-Epidemiologe gesagt. Das haben sie auch gemacht. Das Problem war nur, dass sich die Leute quasi buchstäblich in die Altersheime eingebrochen sind. Ja. Also, weil sie auch meinten, naja, ist vielleicht doch nicht so schlimm, gehen wir doch die Oma besuchen, sind buchstäblich durch die Fenster geklettert und dann sind halt die Leute... Nein, also da kommen viele Sachen zusammen. Also inzwischen ist es tatsächlich in Schweden so, dass sie, wenn sie da in die Statistiken reingucken, dass sie auch bei den alten Menschen täglich 0 Tote haben. Das heißt, also jetzt ist vorbei. Aber wenn wir jetzt vorbei. Trotzdem gucken, wir sehen uns da diese Krankheit an, das sind mehr als 5-mal so viele Schweden gestorben als Deutsche. Und die Schweden haben quasi nichts unternommen. Ich habe lange Jahre in Schweden gelebt, bis vor ungefähr einem halben Jahr. Ich verfolge tagtäglich die Schweden. Also ich muss dazu sagen, ich weiß wirklich, wovon ich rede. So. Ja. Jetzt haben die Schweden 5-mal so viele Tote. Wissen Sie die Zahl, die genaue? Ja, ziemlich genau. Die Schweden sagen jetzt halt immer, naja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Sagen Sie mal, welche Aber was Zahl soll denn jetzt genau... es waren um die 5.400, 600, sowas in dem Dreh, die Größenordnung. Meinetwegen runden Sie das mal auf 10.000 bei einer Bevölkerung von 3 Millionen, glaube ich. Ne? 10 Millionen, okay. Also es ist tatsächlich auch eine Zahl, die im Bereich der Grippetoten liegt, der normalen. Ja? Also wo man jetzt sagen kann, okay, ob die Grippe... Also, naja, vergleichen Sie mal, die Schweden haben tatsächlich auch keine Übersterblichkeiten, die irgendwie dramatisch sind. Aber die hatten sie gehabt. Das Ding ist ja, dass die Zahlen jetzt sich irgendwie ein Stück weit stabilisiert haben, weil also es Sommer ist, die Leute fahren
Menschen auf ihre Sommerhäuser. Ich finde das gut, dass Sie das ansprechen, das Thema. Die Schulen sind geschlossen und so weiter. Ja. Also es gibt eine ganze Menge Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass wir jetzt die Zeit Aber die Toten sind tot. Ich find, und wenn die Schweden jetzt sagen, naja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und die anderen Länder werden auch noch so viele Tote haben, weiß ich nicht. Müssen jetzt Deutschland fünfmal so viele Tote haben, um aufzubauen? Nein, ich finde jeden Toten bedauerlich und ich finde auch jede Krankheit, die zum Tod führt, bedauerlich. Ich bin selbst ein Radfahrer, bin täglich gefährdet vom wilden Autoverkehr hier in der Stadt. Ja, ich habe eine Seite geschrieben, in der ich mich intensivst auseinandersetze mit dem verrückten Autoverkehr in den Städten. Die heißt autosraus.de, ja, können Sie auch mal nachlesen. Da war ich vor ein paar Jahren dran, um dieses Thema aufzuarbeiten, um die 1 Million Verkehrstote in der Welt halt einfach runterzukriegen. Meine Eltern selbst sind an ähnlichen Krankheiten jetzt vielleicht verstorben wie Corona, weil es ist ja nicht der Coronavirus, der sie umbringt, sondern die bakteriellen Infektionen, die die Lungenentzündung auslösen und möglicherweise auch Antibiotikaresistenzen, die sie dann letztendlich dahin raffen. Ja? Also meine Mutter ist 80 geworden, die war zu dem Zeitpunkt bereits dement. Sie war einfach in ihrem Zimmer und hatte keine Lust mehr, auch nur noch das Glas vom Tisch zu heben, um einen Schluck daraus zu nehmen. Die war natürlich schwer abhängig davon, dass die Pflege kam und ihr dieses Glas gereicht hat dreimal am Tag, um dann zu sagen, trink das aus. So, wenn jetzt also Leute während eines Lockdowns in einem Altenheim sterben, so, ist das jetzt Covid oder ist das womöglich Dehydration wegen mangelnder Pflege? Ja, Sie haben ja nicht die Altenheime zugemacht. Also naja, also in Italien war das der Effekt zum Beispiel, dass sie sehr viele Tote hatten dadurch, dass eben die ausländischen Pflegekräfte sofort abgereist sind und die definitiv einen massiven Pflegenotstand dort hatten. Ja, also das sind jetzt aber alles Dinge, aber die möchte ich... das war jetzt Italien. In Schweden war das nicht der Fall. Schweden ist extrem vergleichbar mit Deutschland. Also deswegen finde ich es auch schön, das will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, weil das würden wir nicht fertig kriegen, da müssten wir uns 3 Stunden zusammensetzen. Der ACU, der Außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss, hat das sehr schön auseinandergenommen, um diese ganzen Details aufzuarbeiten, auch mit den Pflegekräften, mit Menschen, die daran beteiligt waren, die davon betroffen waren. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich als Lehrer im Moment von den noch laufenden Maßnahmen sehr stark also beeinträchtigt werde. In ich finde es auch katastrophal. Ich habe auch ein Kind im Schulalter. Ja. Katastrophal, wie die Schulen damit umgegangen sind. Gar keine Frage. Aber nochmals, also Ihr Argument ist, dass es jetzt kein Corona gibt oder dass es nicht gefährlich ist oder dass wir falsch drauf reagieren. Mein Argument ist, dass wir jetzt eine neu zu bewertende Situation haben, über die wir neu nachdenken müssen. Wir können nicht das Narrativ von Anfang März so festschreiben und sagen, wir tun jetzt so, als ob wir Anfang März Zustände hätten. Haben wir nicht. Also deswegen, also vor allen Dingen sind wir auch viel vorsichtiger geworden. Das merke ich an meinem eigenen Zustand. Wenn ich jetzt neben Kollegen sitze in der Schule, man hält automatisch Abstand. Mehr, als man es vorher gemacht hat. Man lässt einen Stuhl dazwischen frei oder so. Also jetzt, wenn man sich die Fakten anguckt, über die jetzt die Epidemiologen sich unterhalten, dann gibt es da zum Beispiel auch die Frau von dem Karl Lauterbach, die Frau Spelzberg, die da ein paar Sachen gesagt hat. Da gibt es den Bagdi, da gibt es den Bodak, da gibt es den Ioannidis, den er erwähnt hat. Das sind alles Leute, die einfach sagen, sorry, habt ihr euch nicht angehört, was der Herr Drosten Anfang des Jahres gesagt hat? Masken haben keinen nachweisbaren Effekt auf die Ausbreitung von Viren, weil ein Virus breitet sich ungefähr in diesen Masken so aus wie ein Tennisball, den man durch ein offenes Fenster wirft. Ja. Und aber man sieht doch, was ich so spannend finde an Corona, also es ist auf eine tragische Art und Weise spannend. Wir haben ja nur so, diese Krankheit zieht nur ihren Kriegszug durch so viele verschiedene Länder. Es gibt so viele verschiedene Länder, die völlig verschiedene Herangehensweisen ausprobieren. Von Ignoranz über haben wir alles im Griff, über wir appellieren an die Vernunft der Leute, bis hin zu knallhart, wir brettern in der Haustür zu, haben wir alles durch die Bank weg gehabt. Ja. Und entsprechend unterschiedlich sind auch die Reaktionen, also die wie heißt das, die Resultate gewesen in diesen verschiedenen Ländern. Und deswegen finde ich das schwierig zu sagen, naja, okay. Es ist spannend insofern, dass die härtesten Shutdowns nicht zu den Einsparungen an Toten geführt haben, die man eigentlich erwartet hätte. Gucken Sie Belgien an. Oder in den USA ist auch ein schönes Beispiel, weil die Bundesstaaten ja vom Trump mehr oder weniger allein gelassen wurden. Können Sie sagen, wenn Sie ihm irgendwas anhängen wollen. Sie könnten aber auch sagen, okay, die haben weitgehend Autonomie gehabt, die Gouverneure, um so
so zu reagieren, wie sie selbst für richtig halten. Dementsprechend können sie also innerhalb den USA schon Vergleiche anstellen und gucken, wie hat jetzt New York reagiert, wie hat Chicago reagiert, wie hat vielleicht irgendwie der Mittlere Westen reagiert, wie sind die überhaupt vergleichbar, weil die einen, die sitzen auf dem freien Land, die anderen sitzen in der Stadt und von daher, ich finde es im Prinzip auch richtig, dass wir tatsächlich in kleineren Einheiten diese Sachen beobachten und beurteilen und den Menschen auch weitgehend ihre Selbsteinschätzung zugestehen bezüglich dieser Situation und nicht anderen zu unterstellen, sie würden einen anstecken wollen. Dann dürfte ich als Lehrer nicht mehr in die Schule gehen. Ja nicht wollen, aber man sieht ja, dass man mit Vernunft auch nicht sehr weit kommt in vielen Ländern. Ne? Also sobald man die Zügel locker lässt, ja, gehen die Zahlen wieder hoch. Nein, schwer zu sagen. Also was da in Israel gerade los ist, muss ich mir noch angucken, da weiß ich noch nicht. Zum Beispiel, genau. Ist ein sehr gutes Beispiel, ja? Was Sie da bringen. Also, aber ich möchte auch keine Zustände haben wie in Australien. Das finde ich demütigend, unmöglich, was die Regierung da treibt. Ja? Steht in keinem Verhältnis zu irgendwelchen Krankenhausbelegungen. Man kann nicht die Polizei auf die... Man kann nicht die Polizei auf die Bevölkerung hetzen. Und ich möchte solche Zustände hier nicht in Deutschland. Und deswegen bin ich hier auch dann auf der Straße jeweils und sage jetzt einfach, wir müssen miteinander reden. Ich möchte auch, dass die Bevölkerung nicht solche Wörter wie Covid-Idiot in den Mund nimmt. Ich fühle mich extrem beleidigt an dieser Stelle und ich möchte herausbekommen, welche Kritikpunkte die Leute haben und was sie glauben, anderen zumuten zu dürfen. Zum Beispiel, wenn sie brauchen bloß um die Ecke zu gehen, da hinten ein Türkenrestaurant oder so, da arbeitet eine Kraft in ihrem Alter, den ganzen Tag mit Mundschutz kommt da raus und also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass diese Art von Unterwürfigkeit so sichtbar war, weil er hat ja gar keine Chance, dieser Situation auszuweichen. Er ist schlecht qualifiziert, er muss jetzt als Bedienkraft in einem Restaurant arbeiten und dann kriegt er noch die Maske obendrauf aufgedrückt. Also für mich zeigt es. Aber es wäre auch, wenn diese Person krank wäre, wäre das doch wirklich eine absolute Kanone, die Infektion weiterverteilt. Wenn Sie davon ausgehen, dass sich dieser Virus tatsächlich auf eine andere Art und Weise ausbreitet wie alle anderen, könnten Sie recht haben. Davon gehe ich tatsächlich nicht aus. Also ich glaube, dass die Ansteckungs- und Infektionswege die gleichen sind. Weil das ist ein evolutionärer Fortschritt, dieser Coronavirus, gegenüber dem, was wir vorher hatten. Ja, in irgendeiner Form. Kein Fortschritt, nein, anderes, ne? Es ist keine Grippe. Ich nehme das Wort zurück. Ja, also Coronaviren gibt es schon lange. Ja. Nein, das ist nichts Neues. So, also, das ist aber nicht die Grippe. Also nein. Es gibt die Grippe. Und genau. Es gibt Coronaviren. So, also wenn Sie jetzt den Herrn Drosten sich mal angucken bezüglich Coronaviren, der wird Ihnen immer sagen, bei Coronaviren handelt es sich um leichte Erkältungskrankheiten. So ist die Historie. Ja. So, das heißt, wir haben auch ein gewisses Immungedächtnis in unserem Immunsystem. Und ein normales Immunsystem putzt diese Eindringlinge einfach weg, weil er sagt, hey, die kenne ich schon und das war's. Das ist einfach bloß eine neue Variation. Das war das, was hier vorhin angesprochen wurde. Also junge Menschen mit einem gesunden Immunsystem haben überhaupt gar kein Problem, es sofort wegzustecken. Jetzt müssen wir halt überlegen, wen betrifft es, wer kippt da tatsächlich dran um. Und was ich auch ganz wichtig finde, ganz, ganz, ganz wichtig, ist, dass man jeden Covid-19-Toten in die Pathologie reingibt, um die tatsächliche Todesursache festzustellen. Weil das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht. Ja? Also da kommt dann einfach nur an oder mit. Das ist keine Aussage. Also das ist kein wissenschaftliches Arbeiten. Das hat man noch nie gemacht so. Und warum man das bei Covid-19 auf so eine fahrlässige Art und Weise hier irgendwelche Ergebnisse verkündet, das ist nicht nachvollziehbar. Also der Clou auch mit den jungen Leuten ist, es hat ja trotzdem auch katastrophale Auswirkungen, die Krankheit. Es ist nicht bei allen, aber ich habe die Zahl nicht im Kopf. 5% haben wirklich katastrophale Krankheitsverläufe. Und wo haben Sie diese Informationen her? Olympioniken hört, die noch für den Olympiakader trainiert haben und dann plötzlich nicht mehr einen zweiten Stock hochlaufen können nach einer Covid-Erkrankung. Also ich habe jetzt gerade so viele Horror-Stories Leuten in Schweden auch. Ja. Gab es, hat nicht die staatliche Nachrichtenorganisation, sondern eine der öffentlichen Zeitungen. Ja. Jeden Tag eine Serie gehabt, wo sie Opfer von Covid gezeigt haben, die nicht nur... Da sprechen Sie auch wirklich einen Punkt an. Es ist sehr viel Ungewissheit in diesen Berichten. Aber es sind katastrophale... Ich habe zum Beispiel gerade mit einem Nachbarn gesprochen, das war der Feuerwehr. Ja? Und er sagt, vielleicht habe ich es ja selbst gehabt. Ich hatte jetzt monatelang eine Schwäche im Körper, ja, die ich vorher so nicht hatte. Ich habe von anderen Leuten gehört, die haben Gedächtnisausfälle, die konnten nur noch ein Wort sagen. Ich kenne Leute oder ich habe gehört von Leuten, die hatten Haarausfall. Das sind jetzt natürlich alles erstmal Neuigkeiten für mich, weil ich habe diese Berichte nicht gelesen. Ich weiß nicht, wo die herkommen und ich weiß auch nicht, wer die schreibt. Und da muss man mal genau hingucken, ob das jetzt tatsächlich
da gibt's aber echte wirklich Berichte einige. Sind. Da gibt's, ne, tatsächlich einige. So, das nehme ich jetzt mal. Nur ganz kurz, und was ich persönlich zum Beispiel Angst habe, ich habe auch nicht direkt Angst, an Covid an sich jetzt direkt zu sterben. Aber wenn es die Wahrscheinlichkeit gibt von 1 zu 20, dass ich da so einen ernsten Verlauf habe und über Monate hinweg ausgenockt bin, macht mir das echt Schiss. Ja. Und das, was mich auch viel mehr motiviert, auch eine Maske zu tragen, ist, klar, ich schütze mich nicht selber, ich versuche andere damit zu schützen. Mhm. Es ist mir einfach wichtig, meinen Teil zu tun, um andere nicht zu schützen, um andere nicht zu infizieren und dieser Sache irgendwie einen Ausbreitungseinhalt, also es abzubremsen, dass es ausbreitet. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt von den Leuten. Ich war jetzt 5 Tage im Krankenhaus gewesen, gerade zuletzt. Ja. Da musste ich quasi die komplette Zeit 24-7 diese Maske tragen. Oder halt. Sind Sie tätig im Krankenhaus da? Ich bin nicht tätig, aber ist ja auch egal. Jedenfalls war ich da, musste. Und ich, ja, es ist natürlich nervig, aber es bringt mich doch nicht um. Also, so ein, ich was jetzt habe die Maske angeht, Platzangst, und, ja, ehrlich. Und die Maske trägt nicht dazu bei, dass die geringer wird. Aber wie viele Leute haben Platzangst? Ja, das ist jetzt aber Minderheitenschutz. Kriege ich jetzt tatsächlich problemlos einen Attest, was mich befreit davon? Wie muss ich mich damit kennzeichnen? Vielleicht mit so einer Art Merkmal am Körper rumrennen? Das ist natürlich nicht so fein, ne? Weil solche Merkmale haben wir in Deutschland schon für verschiedene Sachen gehabt. Wir haben im Moment auch ein paar politische Entwicklungen, die mich zutiefst beunruhigen. Ne? Also zum Beispiel, dass jetzt geplant wird, ein Ministerium für digitale Sicherheit einzurichten. Frage ich mich denn halt, haben wir das nicht schon mal gehabt? Ministerium für Staatssicherheit oder was soll das noch werden? Also das sind wirklich. Das sind jetzt interessante Themen, also wir hopsen ja hier wirklich dagegen. Genau, also, aber das zeigt ja auch, dass da sehr viel dranhängt und die Befindlichkeiten sehr unterschiedlich sind und da sehr, sehr viele Leute dranhängen. Zum Beispiel die da gerade singen, kommen sicherlich irgendwie aus dem kirchlichen Background oder so, das merkt man ja auch. Das ist jetzt tatsächlich nicht meine Richtung. Ich komme tatsächlich aus dem wissenschaftlichen Background, weil ich also als Ingenieur mit Informatik und Elektrotechnik gearbeitet habe und mir auch interessiert dann immer so mal Sachen angucke von Leuten, die dann tatsächlich meinen, dass das WLAN uns belastet. Ich habe selbst auch damit natürlich meine Erfahrung, sage ich mal, werde ich jetzt aber nicht ausführen, weil das wäre zu weit, müssen wir die nächste halbe Stunde reden. Und es wird spannend. Also das Anfangsargument war ja, es ist keine Exponentialkurve. Genau. Ich sage, es ist keine Exponentialkurve im Luftraum, sondern es ist eine Exponentialfunktion mit vielen Inputs. Ist und ja wenn auch man so sagt, ist keine Exponentialfunktion. Aktuell, glaube ich, können wir uns einigen wirklich auf den Zustand, wir müssen neu justieren, wir müssen neu reden, wir müssen offen reden, wir dürfen keine Schimpfwörter benutzen, wir brauchen respektvolle Gespräche untereinander. Aber auf einer wissenschaftlichen Basis, bitte. Selbstverständlich. Wenn was der Mensch da gesagt hat mit dem RKI-Bericht, das ist tatsächlich auch meine Grundlage. Da gucke ich genau rein. Ja. Und, aber was mich auch ärgert, ist, wenn Leute halt sagen, ja, im März sagen sie so, im April sagen sie so, im Mai sagen sie so und die Forscher schreiben das eine Paper, dann nimmt der andere und zerstört das Paper von dem ersten. Das Problem ganz ist, so ist es nicht. Ganz normales wissenschaftliches Prozedere. Man sucht die beste Lösung. Man da versucht natürlich, anstatt jetzt in diesem Fall nicht erst in einem halben Jahr eine Veröffentlichung, eine Aussage zu treffen, sondern man sagt erst mal. Da haben wir aber tatsächlich Dissens an dieser Stelle, weil das nicht mein Eindruck ist. Am Anfang standen bereits die Aufklärer der Schweinegrippe Katastrophe, sag ich mal, zur Verfügung. Die hätte man befragen können, was sie davon halten. Die hat man aus jeder Diskussion ausgeschlossen. Das ist zum einen der Herr Bakti, der Corona-Fehlalarm mit seiner Frau zusammengeschrieben hat. Das ist zum anderen der Herr Wodak und der John Ioannidis, der erwähnt wurde in dieser, der hat auch so, ich glaube Mitte April war das schon, seine Kommentare dazu abgegeben, wie das einzuschätzen ist. Das sind wirklich hochrangige Leute, das sind nicht irgendwelche Drittklässler, die dann auf der Werkbank. Aber ich verstehe nicht der Punkt von Ihnen, dass es Corona nicht gibt oder dass es wieder normale Bildung Nein, dass, ist. Dass man damit vernünftig umzugehen hat. Also die Art der Maßnahmen ist zu diskutieren. Richtig. Und die sind uns einfach übergeholfen worden. Da und kommen wir auf und ich möchte jetzt. Nee. Reagiert hat gesagt, wir wissen nicht, was passiert. Ich will mich tatsächlich nicht kloppen und auch tatsächlich nicht über Gebühr irgendwie aufreiben, sondern ich möchte meine Energie für mein normales Leben wieder zurück. Ich möchte dafür sorgen, dass Kinder sich wohlfühlen in der Schule und mich fragen, ist das jetzt schlecht, wenn ich eine aufsetze oder wenn ich sie abnehme oder darf ich mich überhaupt an die Regeln halten? Im Moment reagieren meine Schüler über. Sie setzen also jetzt in meinem Unterrichtsraum, da gibt es immer ein paar, die setzen die Maske auf, weil sie einfach glauben, das wäre jetzt richtig.
Ich sage dazu nichts, ja, weil ich einfach denke, das ist tatsächlich eine Diskussion, die müssen wir jetzt erstmal führen. Nun gut, machen wir mal Schluss mit dem Diskussion. Sagen Sie mir kurz Ihren Namen. Florian, okay, ich bin Rüdiger. Also, ich habe mich gefreut für das Interview. Danke. Ich werde es dann überschreiben, eine respektvolle Unterhaltung oder so. Gerne, auf jeden Fall. Ja? Danke. Gut. Tschüss. Aber wie gesagt.